Das erste Spiel der Saison ging verloren. Und das heißt eine weitere Niederlage und sie sind in der Abwärtsspirale. Genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Bonucci. Chiellini. Ein Versuch der Balleroberung. Findet dieser weite Pass sein Ziel? Carlos Tevez. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Und die Abwehr aufmerksam. Er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Gündogan. Reus. Klare Sache, Abstoß. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Genau hingeschaut. Und er ist drin! Was für ein schönes Tor. Und er steht genau da, wo er stehen muss. Ich finde, das ist Abstauber. Aber da musst du eben stehen. Wunderbarer Treffer. Das nennt man dann wohl Kopfballstopp. Tore in Serie. Guck mal hin! Er ist drin! Ein Doppelpack! Zwei Tore innerhalb so kurzer Zeit. Und damit setzen sie natürlich auch ein deutliches Zeichen. Hummels. Ah, ein klasse Doppelpass. Ein Zungenschnalzer. Pischel. Bender. Er flüht und ackert, er hämmert und hackt auf dem ganzen Platz. Klasse, wie er sich der... Das wird ganz gefährlich, Achtung! Tor! Tor! Und wie er den Ball genommen hat. Unglaublich, unglaublich, dieser Abschluss. Wahnsinn!
Stefan Lichtstein. Hallo Arturo Vidal. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Kehl. Marco Reus. Oh! Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber jetzt schießt er und er rettet die Latte. Und warum haben sie bloß da hinten so geschlafen? Das wird sich ihr Trainer auffragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. So kann der Trainer natürlich stolz auf seine Mannschaft sein. Perfekt getroffen diesen Ball, keine Chance für den Torhüter. Klasse Partie bislang und das war der Ausgleichstreffer. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Kehl. Situation wurde geklärt. Chiellini. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Gündogan. Nix wird mit dem zweiten Tor. Gut gehalten. Exzellent gehalten. Exzellent. Bender. Andrea Pirlo. Ja, lieber kein Risiko eingehen, kein unnötiges. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Kehl. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Und nun Arturo Vidal. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Pogba. Stefan Lichtsteiner. Gefährliche Flanke. Hat nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja! Die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Und die Abwehr aufmerksam. Reus. Da kam Freude auf in dieser ersten Halbzeit. 5 Tore, Pausenstand 3:2. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit.
souverän. Achtung, jetzt! Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Marco Reus. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Guck mal hin! Ja, das ist der Ausgleich! Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Das ist sein zweiter Streich heute und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschlagen kann. Die Fans sind begeistert, die Trainer weniger, denn die hätten es sicherlich lieber, wenn ihre Mannschaften taktisch ein bisschen disziplinierter spielen würden. Flanke kommt gut, sicher weggefaustet. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Gündogan. Ja, er grätscht da rein. Pogba. Gute Flanke. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Stefan Lichtsteiner. Ein schöner Zweikampf von ihm. Kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Jetzt sieht er ab. Und das war ein richtiger Kracher. Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Ecke, Tor. Es gibt Freistoß. So steht es in den Regeln. Lichtsteiner. Tevez. Wieder. Erstmal nur abgewehrt. Beim zweiten Mal hat er ihn sicher. Und die Gefahr ist gebannt. Kehl. Pichel. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Schöne Flanke. Kann er diese Flanke verarbeiten? Gute Chance, aber deutlich vergeben. So eine Flanke, die musst du mit dem Kopf besser verwerten. Gündogan. Blachikowski. Blachikowski bewegt den Ball. Ein Versuch der Balleroberung. Oh! Herrliche Flanke. Wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Sofort abgezogen und... Oh, da ist noch alles drin. Pichel. Und die Teamkollegen sind da. Und jetzt! Und damit gehen sie in Führung. Dreimal hintereinander am Stück, der klassische Hattrick. Super! Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich nur die Mini-Chance und dann rappelt's. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlätzt. Er erkämpft sich die Kugel, aber ganz fair. Und das sieht man ja nicht allzu oft von Spielern, die offensiv gefährlich sind, dass sie nach hinten... Das muss es sein! Tolle Flanke! Ja, ja, so geht's auch.
Und jetzt ein langer Pass auf Sebastian Giovinco. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und, aber er kann den Ball nicht festhalten. Pogba. Geht hinein. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Kann er viel besser als in dieser Situation. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Tevez. Gut abgefangen. Kann er jetzt auch einen eigenen Angriff einleiten? Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Wojciechowski bewegt den Ball. Ja! Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Das nennt der Abiturient. Schuss und... Ja, und da sind sie schlicht im Weg. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Wojciechowski bewegt den Ball. Gündogan. Schiedsrichter abgepfiffen. 7 Tore sind auch genug. 4:3 der Endstand.